Thank you.
Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass das neue Jahr eingeläutet wird mit einem Benefizkonzert des Handglockenchores Gotha unter der Leitung von Matthias Eicher. Ja, herzlich willkommen an alle Musikerinnen und Musiker. Es ist ein Benefizkonzert und das heißt, mit diesem Konzert schlagen Sie drei Fliegen sozusagen mit einer Klappe. Erstens ist Kirchenmusik immer da zum Lobe Gottes. Das vergisst man manchmal so zwischendurch. Zweitens zur Rekreation des Gemütes, auf Deutsch Wellness für Leib und Seele. Und drittens Benefiz, das heißt, dieses Konzert dient einem guten Zweck. Und dazu werden wir nachher natürlich noch mehr hören. Aber jetzt erstmal ein wundervolles Konzert.
ein herzliches Willkommen und erstmal alles Gute im neuen Jahr. Und ich freue mich, dass die Kirche wieder so gut gefüllt ist, denn wir haben dieses Jahr eine kleine Ausnahme. Es hat sich zur guten Tradition bewährt in den Benefizkonzerten, vor allem zur Tradition immer der erste Samstag im Jahr. Das konnte man sich leicht merken. Und jetzt erst ausgerechnet im 30. Jahr, also wenn wir sonst noch 30. Benefizkonzert haben, ausgerechnet Epiphanias am Samstag und parallel das Weihnachtsoratorium. Und das ist in einer Stadt wie Gotha so eine starke Konkurrenz, dass da nicht noch genügend Menschen übrig sind, um unser Konzert zu besuchen. Deswegen sind wir auf den Sonntag ausgerichtet. Und ich freue mich, dass viele, die vielleicht auch gestern schon im Konzert waren, dann trotzdem heute sich auf den Weg gemacht haben und die Kirche so gut füllen. Das freut uns hier vorne besonders, wenn wir vor so einer gut gefüllten Kirche spielen dürfen. Ihnen wünsche ich ganz viel Spaß. Sie haben alle ein Programm vor sich. Ich werde an bestimmten Stellen trotzdem ein paar wenige Worte sagen. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem weiteren Programm. Ein Programm zusammenzustellen, wo alle unsere verschiedenen Gruppen
mal dran sind und sich präsentieren können. Sie haben jetzt schon zwei unserer Gruppen, mit denen wir musizieren, erlebt. Jetzt kommt die nächste unserer Nachwuchsgruppen. Das sind vor allem die sechs jüngeren Mädchen in der Mitte, rechts und links flankiert von ehemaligen Spielern bzw. der Mama von zwei der Kinder, die sie dabei unterstützen. Sie spielen eine Suite aus vier Teilen. Ich sage das extra, dass sie also nicht dazwischen schon klatschen. Warten Sie vier Teile ab, dann ist das Stück erst vorbei. Und Sie erleben jetzt also unsere Nachwuchsgruppe. Viel Spaß!
Und wie in jedem Jahr gibt es auch diesmal wieder eine Gruppe mit ehemaligen Spielern, wobei dies sehr durchmischt ist. Es gibt zwei, drei der Aktiven und ein paar ehemalige Spieler und sogar zwei Gäste aus dem Handballchor Aschaffenburg. Einer von den beiden war früher mal Spielerin bei uns, spielt jetzt dort und hat noch eine ihrer Handballchor-Kolleginnen von dort mitgebracht. Und die beiden unterstützen uns auch. Wir freuen uns, dass wir sehr mit verschiedenen Handballchören befreundet sind. Und an der Stelle möchte ich Sie vielleicht daran erinnern, diejenigen, die letztes Jahr da waren, können sich erinnern, da hatten wir einen Gast aus dem Handballchor Biedensaal mit so großen Bassglocken. Da haben wir die Ihnen präsentiert mit dem Ziel, schauen Sie mal, wie schön die sind, wie schön das klingt, die wollen wir auch mal haben. Und ein Jahr später sehen Sie dort oben diese großen Glocken herumliegen, die wir dank zwei großzügiger Spenden uns in diesem Jahr anschaffen konnten. An der Stelle also herzlichen Dank an zwei große Spenden von je 5.000 Euro von der Kulturstiftung Gotha und von der Dr. Edgar und Ingrid Jannert Stiftung. Herzlichen Dank an der Stelle. Und beim nächsten Stück mit den ehemaligen kommen diese Glocken wieder zum Einsatz. Dann wünsche ich Ihnen also viel Spaß mit Psalm of Joy. Thank you.
Ja, auch von unserer Seite einen wunderschönen guten Abend. Ich muss gestehen, wir sind wahnsinnig aufgeregt. Ich hoffe, Sie sehen uns das nach. Zunächst möchten wir uns kurz vorstellen. Mein Name ist Yvonne Bett. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Herrn Christian Korf. Und wir sind sozusagen Ideengeber, Gründer und Vereinsvorstand der Helping Angels Gotha. Der ein oder andere von Ihnen hat es vielleicht im vergangenen Jahr in der Presse verfolgt. Unser Verein wurde im März 2017 gegründet. Seit Mai dürfen wir uns offiziell e.V. nennen und seit Juni sind wir gemeinnützig. Ja, warum dieser Verein? Wir beide und auch zahlreiche unserer Mitglieder arbeiten im medizinischen Bereich. Wir haben tagtäglich mit Krankheiten zu tun, der unterschiedlichsten Art und Weise. Wir haben tagtäglich mit Menschen zu tun, die schwer krank sind oder im Sterben liegen. Und wir haben es uns mit unserem Verein zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen einen letzten Herzenswunsch zu erfüllen. So ein Herzenswunsch kann, so wie uns die ersten Monate unserer Arbeit gezeigt hat, ganz unterschiedlich sein. Sei es noch einmal das Meer zu sehen, ein Konzertbesuch, noch einmal in die alte Heimat fahren oder einfach eine riesengroße Party, ich sag's mal so unter uns, mit Freunden, Verwandten oder Familie. Wir durch unsere Arbeit werden immer wieder mit solchen Wünschen konfrontiert und wir möchten einfach zukünftig diese Wünsche erfüllen, soweit uns natürlich die Möglichkeiten dazu gegeben sind. Ja, und wir freuen uns und wir bedanken uns recht herzlich bei den Organisatoren des heutigen Benefizkonzertes für die Einladung. Und ja, wie gesagt, unser Verein ist gemeinnützig. Das heißt, wir finanzieren uns ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Und deshalb freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir heute hier sein dürfen und bedanken uns und natürlich auch bei Ihnen. Und ja, das war's erstmal so zum Verein. Wenn Sie noch Fragen haben, wir stehen natürlich auch im Anschluss gerne noch für Fragen und Antworten bereit. Und bis dahin wünschen wir uns und Ihnen noch viel Spaß. Vielen Dank.
aufmerksam machen auf die zu unserem Jubiläum, was erst einige Monate zurückliegt, erschienene neue CD. Die haben wir natürlich auch heute wieder dabei, wenn sie also noch nachträgliche Weihnachtsgeschenke suchen oder sich selber einen Gefallen tun wollen, gleichzeitig damit uns natürlich auch weiterhelfen. Denn durch den Verkauf der CDs finanzieren wir die Arbeit des Handklopfkurs natürlich mit. Dann nehmen Sie sich eine der CDs mit. Natürlich leider nicht kostenlos, aber Sie helfen uns damit sehr. Eins der nächsten Stücke ist dort nämlich mit drauf. Das war jetzt der Aufhänger für meine Ansage, nämlich die Ouvertüre von den vier Stücken aus der Nussknacker-Suite, die jetzt folgen. Wir haben also letztes Jahr angefangen, einzelne Teile daraus zu spielen. Das hat so Spaß gemacht, das funktioniert mit den Glocken so gut. Dann haben wir noch einen Teil geübt und noch einen. Es sind schon vier, nicht die ganze Suite. Aber diese vier Teile hören Sie jetzt von den Jugendlichen, beziehungsweise einen Teil auch von unserer Erwachsenengruppe. Die Umbaupausen dazwischen sind etwas länger, aber wir beeilen uns. Also viel Spaß jetzt mit den vier Teilen aus der Nussknacker-Suite. Das passt ja auch immer ganz gut auf die Vor- und Nachweihnachts-Suite. Also viel Freude damit.
Thank you.
Ich habe nämlich im Programm einen Titel vergessen. Deswegen ist es auch so unsymmetrisch. Auf der rechten Seite da ist noch Platz. Da muss noch ein Stück eingefügt werden. Das kommt jetzt. Und zwar bleiben wir im slawischen Raum. Fantasie über ein ukrainisches Weihnachtslied. Das ist eine ganz bekannte Melodie, denn diese Melodie, die ursprünglich in der orthodoxen Kirche am Neujahrsfest gesungen wurde, wurde mit einem englischen Text versehen zu einem der beliebtesten englischsprachigen Weihnachtslieder. Der eine oder andere kennt es vielleicht aus der Filmmusik von Kevin allein zu Hause, da wurde es einem breiten Publikum bekannt. Man kennt es unter dem Titel Carol of the Bells, also Weihnachtslied der Glocken. Das spielen wir jetzt für Sie. Das habe ich vergessen im Programm, Entschuldigung. Thank you.
Name ist Heiko Donner, ich bin Mitglied im Förderverein des Handwerkers. Und das ist Paula und das ist Rahel. Die spielen beide mit. Seien Sie froh, dass ich nicht mitspiele. Ich möchte jetzt etwas in eigener Sache sagen. Die Glocken sind ein wahrer Schatz. Und so ein Schatz, ja, der muss gehegt und gepflegt werden, der muss gewartet werden, da sind Schrauben auszuwechseln, ab und zu geht auch mal ein Griff ab, das ist sehr gefährlich. Also die ersten Reihen müssen jetzt schon ein ganz deutliches Interesse daran haben, eine Glockenpatenschaft zu übernehmen, damit die Glocken immer ganz sind, immer geputzt sind, immer gut klingen können. So eine Glockenpatenschaft, das ist anders als ein Handyvertrag, das ist also wirklich nur für ein Jahr, mit einem kleinen Beitrag von 5 Euro, die großen Glocken sind allerdings bis zu 50 Euro teuer, können Sie dafür sorgen, dass ja, diese Glocke für ein Jahr lang wirklich erhalten werden kann, geputzt werden kann, ja, und auch dafür gesorgt werden kann, dass sich der Glockenbestand entsprechend vermehren kann. Zum Vermehren, Sie sehen es vielleicht hier, das ist das vom letzten Jahr und das ist die Patenschafts- ja, das Patenschaftsplakat von diesem Jahr. Und Sie sehen, es ist größer geworden, weil wir ja insgesamt 5 neue Glocken jetzt bespielen dürfen. Aber Sie sehen, auch hier unten ist noch Platz. Also die größte Glocke kostet, glaube ich, aktuell 5.050 US-Dollar. Der Kurs ist günstig, Sie können gerne nachher zu mir kommen und auch, da können wir was vereinbaren. Aber, also, neben dem großen Schein, den Sie bitte den Helping Angels geben, haben Sie vielleicht noch einen kleinen Schein oder ein paar Münzen. Und dann kommen Sie bitte danach zu mir und ich vermittle Ihnen sehr, sehr gerne eine Glockenpatenschaft für ein Jahr. Und wenn Sie dann das, weiß ich nicht, C5 hören, dann ist ja, das ist mein Ton. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir nachher ins Gespräch kommen, dann kann ich Ihnen das auch erklären. Und natürlich ist das als Spende auch absetzbar und ja, Sie kriegen dann auch eine entsprechende Bescheinigung. Also alles ganz wunderbar und ich danke. Thank you.
Kleinklockenmusik ist immer schön, selbst wenn die Zuckerfee ein bisschen anders tanzt, als wir vielleicht gedacht haben. Bei einem Glockenkonzert gibt es keine Fehler, höchstens mal neue Töne. Schön, danke. Da kann man alles andere vergessen. Nur eins möchte ich nicht vergessen, nämlich Danke zu sagen. Vielen, vielen Dank. Besonders natürlich an dich, Matthias. Dann natürlich das schöne Jubiläum. Mir fallen Hochzeiten ein, unter anderem auch die von Isabel und Matthias. Mir fällt ein Weihnachten, Heiligabend, das Krippenspiel und auch die anderen Christfeste. Es macht einfach Spaß mit euch. Ich bin glücklich über diese wunderbare Zusammenarbeit, über dieses wunderbare Zusammenspiel. Danke und ich freue mich auf Neues. Ja, und an dieser Stelle für Sie noch kurz bevor das Konzert zu Ende geht, denn diesmal soll nicht der Pastor das letzte Wort haben, sondern die Handglocken, gibt es noch einen Neujahrswunsch für Sie. Geh deinen Weg ruhig, mitten in Lärm und Hast und wisse, welchen Frieden die Stille dir schenken kann. Steh mit allen auf gutem Fuß, wenn es geht, aber gib dich selbst dabei nicht auf. Sag eine Wahrheit ruhig und klar, aber höre den anderen auch zu, auch den Schwerfälligen und den Unwissenden. Auch sie haben ihre Geschichte. Nimm den Ratschluss der Jahre mit Grazie und gib deine Jugend mit Anmut zurück, wenn sie mal endet. Sei freundlich und sanft zu dir selbst. Du bist ein Kind der Schöpfung, nicht weniger als die Bäume und die Sterne. Lebe im Frieden mit Gott, wie immer du ihn jetzt für dich begreifst. Und was auch immer deine Mühen und Sehnsüchte sind, mit all ihrer Unruhe und ihren zerronnenen Träumen, die Welt ist immer noch schön.
Ja, wir freuen uns, dass Sie uns immer wieder so treu sind zu unseren Konzerten und bleiben Sie es uns. Vielen lieben Dank.
Ja, so viel Geld haben wir dann doch nicht. Ja.
Thank you.